Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Handbuchvideo vom Raspberry Pi. Wir werden heute ein kleines Gruselgame programmieren. Und zwar wieder mit Python. Dafür gehen wir aber als allererstes in den Chromium Browser und warten, bis er geladen hat, geben oben in der Suchzeile ein einmal rpf.io spot-pic, nicht für Schwein, sondern für die Kurzform von Picture. Und hier sehen wir schon mal, was wir haben wollen. Image, das wollen wir haben, das werden wir uns runterladen. Save as. Oh, hat er einen Namen vorgegeben? Machen, hat er nicht. Spotsitive. Reicht mir als Begriff. Dann wollen wir das Ganze nochmal speichern. Und dann sehen wir mal, was der nächste Schritt sein wird. Ich soll das Ganze in den Home-Ordner reinpacken. Und dann geht es hier auch weiter, nämlich mit rpf.io. Dann brauchen wir noch was, das wir runterladen. IO ist so geschrieben. Nämlich Screen. Scream. Screen. So. Und das ist eine. Aha, das ist eine Audiodatei. Die können wir uns beim Pi jetzt leider nicht direkt anhören. Aber ihr könnt sie euch hier mal direkt bei euch anhören. Ich werde mir das dann später über die Lautsprecher anmachen. Und dann mache ich das mal klein. Habe hier mein Download-Ordner. Mein Wallpaper ist mein Hintergrund. Und schiebe das Ganze mal in den Bereich Programs rein, weil ich hier auch übe. Sehr schön. Damit haben wir jetzt alles runtergeladen, was wir für unser kleines Halloween-Spiel brauchen. Dann öffnen wir wieder die Tony Python IDE und wollen weitermachen. Als allererstes importieren wir wieder eine Bibliothek, nämlich Pygame. Pygame. Und das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, das wir brauchen, sondern wir brauchen noch etwas mehr. Form pygame.locals import. Da kann ich leider gerade nicht erklären, was wir da eigentlich genau machen. Wenn das jemand von euch weiß, dann gerne in die Kommentare. Ich schreibe mal mit vom time import sleep. Das macht auf jeden Fall den Eindruck, als würden wir uns mal verschiedene Bibliotheken mit dazu holen, die irgendwo anders. Es könnten auch einzelne Klassen sein, die in verschiedenen Bibliotheken sind. Random import sollte auch richtig geschrieben werden. Na, import. Rage. Perfekt. Form introduction works differently to the import instruction. Okay, ja. Im Handbuch steht selbst nochmal, dass wir mit from random sagen, ja okay, wir holen uns wirklich nur einen Teil der Bibliothek. Also war meine Vermutung nochmal gar nicht so weit weg. Und dann wollen wir jetzt mit dem Spiel auch ein bisschen weiter anfangen. Nämlich mit Pygames beginnen wir erstmal mit der Initialisierung. Pygame.init des Spiels. Dann geben wir eine Breite an, wahrscheinlich für das Bild. Ja, danach kommt nämlich Pygame.display.info.current-w. Und wenn wir eine Breite haben, dann brauchen wir auch eine Höhe. Sieht richtig aus, wird aber. Das ist falsch. Breite wird so geschrieben: pygame.width
display.info. Punkt. Current-H. Und der finale Schritt wird jetzt sein, dass wir den Bildschirm selbst nochmal festlegen, nämlich mit, ja, mit der Größe des Bildschirms wird es wahrscheinlich nur sein, Screen ist gleich iGame.display.z-mode. Und da haben wir dann aber die Breite und die Höhe, die wir brauchen. Und dann pregame.quit als Funktion. Und damit haben wir jetzt schon mal einen relativ großen Teil geschafft. Wir gucken uns das zwischendurch einfach mal an. Und müssen das Ganze natürlich mal speichern. Und das machen wir dann auch unter Spots the Difference. Aber das speichern wir unter dem richtigen Namen. Das Projekt ist nämlich Scary Spots the Difference. So. Okay. Und er sagt mir random kennt er nicht. ja, das ist natürlich ein Problem. Random heißt wahrscheinlich nämlich random. Lass uns einfach mal laufen. Und er zeigte ein leeres Bild. Da ist noch nicht viel Spannendes passiert. Gut. Damit auch irgendwas passiert, müssen wir natürlich, bevor wir das Spiel beenden, auch irgendwas jetzt einfügen. Damit beginnen wir doch mal gleich. Erstmal wollen wir uns natürlich hier das Bild einfügen. PyGame.image. Sind wir beim Bild laden, ne? Load, lade das Bild. Und jetzt in einfachen Anführungszeichen spot the div.png. Und weil ich neugierig bin, füllen wir es aus und wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, mir sagt er gerade im Handbuch, dass wir das Bild zwar in den Arbeitsspeicher laden, aber dass wir auch noch den Display von PyGames aktualisieren müssen. Und das machen wir dann wie folgt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unseren Bildschirm wieder nehmen, Screen. Bild. Difference, Komma, 0, Komma, Leerzeichen 0. Das ist aber noch nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen auch nochmal hier von PyGame.display natürlich. Und dann updaten wir einfach mal jetzt den Display. Ha, und da haben wir es kurz gesehen. Das war doch schon mal eine schöne Sache. Und damit wir das auch etwas länger sehen können, müssen wir ganz ehrlich gestehen, dann fügen wir uns einen Sleep ein und stellen das Ganze mal auf. Nehmen wir erstmal 10 Sekunden. Aha, und wir sehen, es ist zu groß. Spannend. Es ist zu groß, es ist zu groß. Das ist unpraktisch. Aber vielleicht gibt es ja noch im laufenden im weiterlaufenden Handbuch da irgendwie einen kleinen Hinweis, wie das aussieht, wenn es zu groß ist. Aber bevor wir dann auf das Ganze kommen, run again. Okay, wir sehen jetzt, dass das Bild länger ist. Und wir sollen jetzt ein zweites Bild einfügen.
das wir Zombie nennen, Scary Face, das ich aber noch nicht runtergeladen habe. Wie kommt das denn? Und dann scrolle ich erstmal mal kurz hoch. Guck mal, Scary Pick, das haben wir runtergeladen. Spot Pick. Dann gehen wir noch erstmal kurz in den Chromium Browser. Geben oben wir ein rpf.io und scary-pick. Ja, das sieht doch gruselig aus. Hier, seht es euch an. Ist der nicht wunderschön? Und das Bild wollen wir auch runterladen, nämlich Save Image As, Scary Face, Save. Und dann muss man rüberschieben. Wo haben wir es hier? Downloads-Ordner. Aber wir wollen es natürlich noch unter Programs haben. So, verschoben. Die 10 Sekunden, das kürzen wir mal auf 3. Dann haben wir es etwas einfacher. Und dann wollen wir dieses gruselige Zombie-Gesicht einfach mal langsam einfügen. Zombie ist gleich iGame.image.load und dann hier das scary face.png. Dann wieder Zombie ist gleich iGame.transform. Scale Zombie und hier ist auch wieder die Breite und die Höhe angegeben, an der wir nochmal schrauben müssen, damit das auch so ein bisschen so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wie wir sehen, sehen wir nichts, jedenfalls nichts vom Zombie. Dafür muss es einen wichtigen Grund geben. Help from the PyGame Community. Doesn't appear right away. Dann, wenn das Zombie-Dings noch nicht da ist, dann werden wir das ganz einfach machen wie oben. Mit screen.blit. Zombie natürlich zusammen. Ja, 0. Das ist ein O, 0,0. Und dann brauchen wir noch den Display aktualisieren. Game, also playgame.display.update. Und darunter setzen wir nochmal ins Sleep. 3. Dann lassen wir uns mal laufen. Wir sehen hier auch eine Hexe. Und wir sehen das Gruselface. Das ist sogar einigermaßen passend. So weit, so gut. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den Sound. Der Sound soll change the line sleep 3 above the screen.zombie. Wir sollen die Linie hier vor abändern. Oder wir sollen. Setzen wir doch einfach mal sleep 100 rage 5 bis 15 ein. The picks a random number between. Okay, diese Funktion bewirkt, dass eine Zufallszahl zwischen 5 und 15 genommen wird. Und dann kommt die nächste Ausführung, nämlich der Schrei unserer Tonaufnahme. Scream ist gleich pygame.mixer.sound, groß geschrieben tatsächlich. Und dann wieder ein einfaches Einführungszeichen
Scream.waff. Und dann sollte das soweit auch funktionieren. Bing Shown's Player, Screenplay, Final Details, Pygame. Okay, jetzt sollen wir unter unser Sleep into the following unser okay, move below the sleep introduction and type the following on a new line to start the sound playing so it kicks and just ahead of the scary image actually being shown on the player. Screenplay. Ich denke, das muss ich da drunter machen. Scream ist gleich Play. Damit es ausgeführt wird. Ist nicht gleich. Ist ja ein Objekt und dann will ich nur diese Funktion ausführen. Scream. Stop. Und dann lassen wir nochmal gucken, ob das irgendwie klappt. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen taub. Und mal, also wir hören nichts, wir sehen jetzt nur was. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wann das kommt. Ich sehe und höre nichts. Okay, er bricht das auch nicht einfach so ab auf meinem Wunschschirm. Machen wir es einfach mal klein. Denn er hat einen Fehler. Unable to open Scream Waff. Gucken wir nochmal in den Ordner rein. Wir haben so da Programs. Continue. Und die Datei heißt einfach noch anders. Die müssen wir umbenennen. Nur noch ein Screen Waff. Okay. Und dann. Ups. Stoppen wir das Ganze mal. Wir lassen es wieder ausführen. Gucken kurz hier, da kam nichts weiter. Und den Schrei hören wir jetzt natürlich nicht. Ich habe übrigens nebenbei mal, während wir jetzt auf das Ergebnis gewartet haben, noch eine Sache, die ich korrigieren möchte an meinem Ding hier. Nämlich diesen Punkt. Screenplay muss natürlich früher kommen, wenn das Zombie-Pack geladen wird. Scream.play. Und wenn wir das schon nach vorne setzen, dann müssen wir Scream aber auch davor schon irgendwo definieren. Das kopieren wir einmal, entfernen das mal raus und sagen einfach mal oben, ja, wenn es initialisiert wird, mach das einfach mal da drunter, dann sollte das schon passen. Und jetzt können wir hier theoretisch nach Unterschieden suchen, die wir jetzt aber nicht ganz so doll sehen. Und wenn wir unseren Raspberry Pi an ein Audiogerät anschließen, dann könnten wir das vielleicht sogar hören. Ich gucke mal, wie lange das Video schon geht. Schon 19 Minuten. Also würde ich mal sagen, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Und ihr könnt diese wunderschönen Geräusche der Autos draußen mal genießen. Und ich baue so lange meine Stereoanlage einfach mal ran am Rande an den Raspberry Pi. Und jetzt schalte ich es ja an, USB, neun nicht, Tape, AUX. Ich habe den AUX-Anschluss nochmal ausgewählt. Dreh das Ding mal voll auf. Ich hoffe, ich mache mir gleich nicht in die Hose. Und dann müssen wir noch in den Einstellungen was ändern. Nämlich sudo raspi-config
Und da Interface Options, Display Options, Back System Options, Audio, Headphone, Finished. Das wird kurz geändert. Oh ne, das wurde jetzt geändert. Dann machen wir einen kurzen Audio-Test. Am besten gleich hiermit. Ich höre noch nichts. Abgesehen davon, dass der Zombie nicht aufgetaucht ist, eigentlich ganz gut, oder? Da ist er ja. Gut, das wollen wir auch nochmal kurz zumindest so hinbekommen, dass es passt. Screen Stop. Was haben wir hier? Sleep. Wir sind ganz unten. Screen. Okay, komm, das. Gehen wir nochmal raus. Und packen das in eine leicht andere Reihenfolge. Steuerung C, das entfernen wir. Wir wollen den danach auslösen. Und lassen das nochmal laufen. Jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen und hören wir mal, ob das auf das Schrein kommt. Naja, fast. Da war jetzt noch irgendwas nicht so wie geplant. Stream Stop. Das setzen wir auch nochmal um. Das können wir doch nicht da machen. Das geht ja gar nicht. Da machen wir ihn rein. Jetzt warten wir natürlich wieder. Wir suchen hier nach. Ah, das ist ein Raspberry Pi im Bild. Da auch. Geil gemacht. Ich hoffe, dass man das hören kann. Ich werde mir das gleich in der Aufnahme nochmal anhören, aber ich bin stolz drauf, wir haben es hingekriegt. Unser erstes eigenes kleines Horrorspiel, auch wenn das mit der Breite und Höhe des Bildschirms noch nicht ganz hinkommt, um Unterschiede zu suchen. Aber wenn ihr da eine Lösung gefunden habt, schreibt das mir sonst gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst euch nicht erschrecken, euer Projekt Bob.